So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Mass Effect 2. Und nach diesem epischen Intro kann man es ja nicht nennen, aber nach diesem epischen Vorgeplänkel, Quatsche, was auch immer, hatte ich mir mal überlegt, wir könnten jetzt ja mal ein bisschen den Leuten zuhören. Nee, wir könnten uns ja jetzt ein bisschen mal das Schiff angucken in dieser neuen Session, weil es haben wir noch gar nicht gemacht. Bis jetzt nur immer zwischen dem einen Teil des Schiffes, also hinten und vorne hin und her gependelt. Aber man muss ja auch mal in die Mannschaftsquartiere zum Beispiel oder ins Maschinendeck oder ins Quartier des Captains gucken. Zum Beispiel, um sich nur auszurüsten. Das können wir mal als erstes machen. Oder obwohl, nee, jetzt sehen wir uns fürs Ende auf. Gehen wir erstmal ins Mannschaftsquartier und gucken da mal so ein bisschen rum, was die Leute so zu quatschen haben. Weil die Mannschaft ist ja schließlich auch ganz wichtig. Für so eine erfolgreiche Mission braucht man schon ein starkes Team und ja, hier tolle Erklärung einfügen. Hier hinten sind wir schon ganz richtig. Also hier ist jetzt erstmal so der Speiseteil, naja, Rumsitz, Mal wieder Ess, das Trink, Kram. Überraschungsmenü? Muss das sein, Rupert? Tut mir leid, Prinzessin. Filet Mignon und Kaviar kommen gleich. Ich muss nur erst die Zierdeckchen holen. Ah ja. Ja, wie nett von ihm, dass er doch so zuvorkommend ist. Commander Shepard, die Helden der Citadel. Sie waren an diesem Tag der Stolz der Menschheit. Ich bin Waren? Immer Messer Sir noch. Rupert Gardner. Was kann ich für Sie tun? Brauchen Sie was? Haben Sie alles, was Sie brauchen? Ich komme zurecht. Aber haben Sie je versucht, mit Militärvorräten was Anständiges zu kochen? Ich bin gut, aber Wunder kann ich nicht vollbringen. Die Kollektoren zu besiegen dürfte ziemlich hart werden. Die Crew verdient was Ordentliches zu essen, bevor sie sich in die Hölle stürzt. Was brauchen Sie? Wenn ich ein paar gute Zutaten hätte? Ach, Scheiße. Sie haben was Besseres zu tun, als auf der Citadel Gemüse einzukaufen. Vergessen Sie, was ich gesagt habe. Wenn ich dorthin komme, halte ich Ausschau danach. Besten Dank. Das meiste auf dieser Liste ist vermutlich Standard für die Muttersöhnchen auf der Citadel. Möchten Sie noch über etwas anderes sprechen? Ich werde Ihre Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Zurück an die Arbeit. Ja, genau, das ist richtig. Zurück an die Arbeit und wir haben eine neue Quest, Zutaten zu finden. Ist ja nicht weiter schwer, gibt es hier irgendeinen Laden auf der Citadel. Dann gucken wir uns hier nochmal so ein bisschen um. Hier ist das medizinische Labor. Ach ja. Ach und hallo, Dr. Schackwas. Commander Shepard, ich habe die Normandy mit Ihnen an Bord untergehen sehen. Schön, dass Sie am Leben sind. Ich bin schockiert. Sie dienen jetzt auf einem Cerberus-Schiff? Hat mich selbst überrascht. Dennoch bin ich hier. Ein Trauma, wie Sie es durchlitten haben, hätte die meisten stark verändert. Aber Sie anscheinend nicht. Willkommen zurück, Shepard. Haben Sie alles, was Sie brauchen? Ich glaube schon. Die Krankenstation ist fast genauso wie die auf der ersten Normandy. Das Einzige, was fehlt, sind meine privaten Reserven. Sogar eine Flasche Ceres Ice Brandy, den ich für eine besondere Gelegenheit aufgehoben hatte. Ich halte die Augen nach einer Ersatzflasche offen. Oh, das ist nicht nötig. Sowas ist teuer. Und wir haben wirklich Wichtigeres vor uns. Da hat man übrigens gerade einen kleinen Übersetzungsfehler bemerkt, vielleicht bei dem Brandy. Denn der Kontext würde eigentlich lauten, dass sie ja keinen hat und deswegen hat sie leider keinen oder sonst irgendwas, aber sie hat sogar keinen. Naja, egal. Gut, dann, ja, war's das erstmal. Wir sehen uns später, Frau Doktor. Commander. Und ich muss eigentlich fast immer darauf hinweisen an dieser Stelle, dass sie so gar keinen hat. Also ja. So gar nicht einfach. Gut, dann gehen wir mal zu Garrus. Der müsste ja da vorne rumstehen. Ja, Hauptgefechtsstand hört sich doch sehr danach an. Ach ja, da ist er auch. Hallo, Garrus! Shepard, brauchen Sie was? Ach ja. Haben Sie Vorschläge, welche Upgrades bei den Waffensystemen der Normandy sinnvoll wären? Ein paar schon. Hier, sehen Sie mal. Ach ja. Ach, interessant. Gut, da können wir jetzt über ihn auch auf die Forschungsupgrades zugreifen.
Oder auf die Forschung. Panzerungsupgrades. Ja, können wir sowieso noch nicht machen. Da haben wir hier noch Waffenupgrades. Ein Sturmgewehr könnte man verbessern. Ja, machen wir mal. So, und dann haben wir hier eine neue Forschung freigeschaltet. Auch eben mal. Ach, ist ja interessant. Ja, gut. Können wir uns da vielleicht auch mal zu Gemüte führen, irgendwann mal. Aber dann auf der Techstation und nicht hier so im Gespräch. Muss man nicht Garus immer für missbrauchen. So, und was haben wir hier drüben? Ach, Mirandas Büro. Ach, interessant, dass sie hier wohnt. Commander, was kann ich für Sie tun? Ach ja, Norman, die Upgrades gibt's bei der auch. Tja, aber ansonsten hat sie ja nicht so viel zu vertellen. Welche Upgrades wir möglicherweise durchführen könnten? Ich habe ein paar Ideen, ja. Hier, sehen Sie mal. Ach ja, wieder genau das Gleiche. Nur, dass wir jetzt hier die Kanonen-Phanix oder wie die Dinger heißen, erforschen können. Und besserer Mineralscanner. Ach, ist ja auch interessant. Werde ich aber nicht machen, weil das mache ich sowieso offscreen. Insofern braucht das jetzt erstmal, um sich zu stören. Aber ein Waffen-Upgrade für die Normandy, die von den Turianern entwickelt im magnetischen Hydronamische Kanone Thanix wurde auf der Normandy installiert. Sie ist stark genug, um durch mehrere Treffer auch ein Schiff der Kollektoren zu zerstören. Ach ja. Gut. Machen wir mal. Wieso auch nicht? Und, Würde müsste es ja eigentlich lauten, weil wir haben sie ja noch nicht. Oder beschreibt das seinen Zustand? Das. Egal. Ja. Partikelkanone. Interessant. Gut. Dann gucken wir nochmal eben da vorne. Ich glaube, da war ein Badezimmer oder so. Hier drüben. Man's Restroom. Ach ja. Da sind wir wohl falsch. Aber das sieht ja jetzt. Ach, hier ist sogar eine kleine Dusche. So Gruppenduschen oder was. Und Gruppenkacken. Ach ja. Was mal hier? Die Mannschaftsquartiere. Ach ja. Die ist ja süß. Wie alt? Ein Jahr nächsten Monat. Oh, Sie werden Ihren ersten Geburtstag verpassen. Naja, meine Familie lebt in New Canton. Oh, die Kolonie liegt am Rande des Grenzgebiets. Sie könnte Ziel eines Angriffs der Kollektoren werden, oder? Genau. Es ist entscheidend, dass sie ihren ersten Geburtstag feiern kann. Deshalb bin ich hier. Ah ja. Interessant. Hat man gerade eben mal den Dingensens E-Zero-Kern im Hintergrund gesehen. Aber wir können hier anscheinend noch nicht in alles rein. Naja. Also was haben wir noch so? Das Maschinendeck ist, glaube ich, auch ganz interessant. Später findet man natürlich auf jeder Etage irgendwo diverse Gruppenmitglieder an, wenn man denn mehrere hat. Weil die sammelt man ja wieder mal, wie eigentlich fast immer in Mass Effect, über das Spiel hinweg. Und da füllt sich dann nach und nach ein bisschen das Schiff, deshalb ist es ja noch ein bisschen leer. So, wen haben wir hier noch so? Ach, hallo, Techniker Donnelly. Heilige Scheiße, Commander! Sie kommen extra wegen uns hier runter? Verdammt, Kenneth, was sind denn das für Worte? Sie sprechen mit unserem kommandierenden Offizier. Ich mache eine Tour durchs Schiff, um meine Crew kennenzulernen. Damit hat sie sogar recht. Ich bin Techniker Ken Donnelly, zuständig für die Energieversorgung. Das ist Gabby. Er meint eigentlich Technikerin Gabriella Daniels. Ich bin zuständig für die Antriebssysteme. Was können wir für Sie tun, Commander? Brauchen Sie irgendwas? Ist bei Ihnen hier unten alles in Ordnung? Wir können uns nicht beschweren. Wenn es nur nicht so lange dauern würde, die FBAs zu kalibrieren. Kenneth, Sie beschweren sich. Was für Probleme haben Sie? Beim Upgrade der Normandy wurde bei den FBA-Kupplungen ein wenig geschlampt. Ich will Sie nicht mit Tech langweilen, aber im primären Energieversorgungssystem gibt es eine Reihe von Dämpfern, die die Ableitung im Kraftfeld... Kenneth, Sie langweilen den Commander mit Tech. Kurz gefasst, wenn wir T6 FBA-Kupplungen installieren könnten, wäre der tägliche Wartungsaufwand viel geringer. Warum ist sowas noch nicht installiert? Vermutlich nur ein Planungsversäumnis. Die Effizienz leidet nicht darunter. Es betrifft lediglich die Wartung. Ach ja. Außerdem ist das Modell T6 ziemlich schwer aufzutreiben. Nash und Stellar Dynamics hat die Produktion eingestellt. Auf den Märkten auf Omega könnte man vielleicht ein paar Gebrauchte finden. Aber für einen Landgang fehlt uns die Zeit. Naja, gut. Dann, mal Tschüssi. Weitermachen. Jawohl, Commander. Ach ja, jetzt sollen wir FBA-Kupplungen finden. Interessant. Und vorbildlich. Ach, wie super. Gut, das hier ist dann wohl der E-Zero-Kern.
Ja. Schick. Aber ansonsten relativ nutzlos, weil da kann man nicht unbedingt viel mitmachen. Ansonsten haben wir noch so ein paar Schaltungen. Ja, toll. Und natürlich auch wieder jede Menge Fenster. Hier unten kann man diesmal leider nicht rein. Ist anders als in der alten Normandie. Hier kann man nur schön reingucken und da hinten so ein Dingensens, das gute alte Abdock-Schiff begutachten. Aber ansonsten, ja, nee. Ist eher wenig. Gut, gehen wir mal wieder nach oben. Und statten diesmal uns selbst einen kleinen Besuch ab. Dem Captain. Und rüsten wir mal eben ein paar neue Sachen aus. Wir haben ja so schöne Zielvisiere und so. Ja. Shepard's Karbinchen. Ach, und da haben wir gerade ein kleines Modell von der Normandie an der Wand zu kleben. Obwohl, nee, das ist da so zwischen einer Glasscheibe. Ach ja, süß. So. Hier ist unsere Panzerungsspindkrams. Und da können wir dann super toll Panzerung ändern. Ach ja. So, was nehmen wir hier? Typ, haben wir nur einen? Helme. Ach, kann man jetzt sich diverse Helme ändern. Der, den wir jetzt haben, der hat kein Dingensens, keine Unterschiede. Sieht aber dafür besser aus als der ganze andere Kram. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal so eine Tour durch die Normandie gemacht habe. Naja. Ja, eine zweilagige Gewebepanzerung. Tja, interessant. Erhöht Gesundheit 5%, ist auch sehr interessant. Ansonsten haben wir noch eine N7 Brustplatte, wo wir nichts verändern können. Und hier haben wir noch N7 Beinschienen. Ach ja. Einmal erhöhen Schildstärke um 3% und einmal erhöhen Sturmlaufgeschwindigkeit um 10%. Ja, Schildstärke, Sturmlauf. Gut. Finde ich den Sturmlauf doch ein bisschen interessanter. Sieht auch ganz witzig aus. Ja. Dann haben wir hier noch Material. Ja, gibt es so glänzenden Kram. Auch mehr so Matten hier. Da muss ich ehrlich sagen, gefällt mir das Mattezeug mehr. Oh Gott, Farbe 1, Farbe 2, Farbe 3. Das ist ja hier Standard N7 Zeug. Das muss man also behalten. Das geht ja nicht anders. Und ich glaube, da wollen wir auch nicht groß das Personalisieren. Ja. Also mir gefallen die Beine hier sowieso besser so. Gut. Dann war's das. Und informelles Aussehen kann man hier auch noch ändern. Ah, ja. Ach, da gibt's dann so unterschiedliche Outfits. Ja, geil. Bleiben wir mal beim guten alten Standard Shepard. Oder obwohl, ich weiß gar nicht, so oder so. Oder da gibt's ja dann in Mass Effect 3 noch so ein schniekes Abendkleid oder so eine Sweatshirt-Jacke. Die Sweatshirt-Jacke hat mir ehrlich gesagt am besten gefallen, aber die gibt's hier leider nicht. Naja. Ach, was habe ich denn da geändert gerade? Das wollte ich gar nicht. So. Gut. Dann war's das hier erstmal auch. Da drüben kann man sich noch die Erfolge angucken, aber ist jetzt eher unsinnig. Dann verschwinden wir jetzt erstmal oder entschwinden jetzt erstmal wieder ins Kampfinformationszentrum und machen da wieder ein bisschen rum. Und ich glaube, wir werden uns dann jetzt doch erst einmal mit den paar Dossiers, die wir noch haben, beschäftigen. Da gab es dann noch einiges. Und du hast nichts zu vertellen? Ich bin Yeoman Kelly Chambers und wurde Ihnen als Administrationsassistentin zugeteilt. Ich verwalte Ihre Nachrichten und helfe Ihnen bei der Beobachtung der Crew. Ah ja. Ich muss sagen, es ist wirklich eine Ehre für Sie zu arbeiten, Commander Shepard. Ich bin froh, dass Sie Teil des Teams sind, Miss Chambers. Nennen Sie mich bitte Kelly. Okay, Kelly. Noch etwas? Anscheinend eher nicht. Das wäre alles.